Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Saphir. Wir befinden uns jetzt, glaube ich, schon im 38. Part. Wirklich schon sehr viele Parts hat dieses Projekt. Das ist bis jetzt mein längstes Projekt und einfach ein schönes Projekt. Also ich mag es gerne, das aufzunehmen. Und wir sind jetzt in Graphipod City, haben im letzten Part aufgehört damit, dass unser Isso aus dem Ei geschlüpft ist. Wir haben ihn, ich habe ihn Gummibär getauft und wir haben auch die Wasserrouten erledigt. So, wir werden jetzt mal hier nach Malmfro City wieder laufen. Ich werde euch auch gleich zeigen, wieso. Eilrad, ja genau, das da. Und ja, schon sehr viele Parts. Ich habe auch schon bei anderen Let's Playern gesehen, die sind doppelt so weit. Ich bin einer, wie gesagt, der macht das alles langsamer, der erkundet alles langsamer und deswegen nicht wundern. Ich bin wahrscheinlich nicht der Schnellste, aber ich mache auch auf jeden Fall 100% und mein Headset ist gerade voll schief gewesen. So, ja, also nicht wundern, wie gesagt. Und dieses Flüssige nervt mich richtig am Emulator, wenn er flüssig Rad fährt. So, wir gehen nochmal hier hin, also jetzt wieder nach Malmfro City. Und ja, auf jeden Fall, ich denke schon, dass dieses Projekt mindestens 50 Parts haben wird. Ich glaube nicht 100, ich glaube nicht, dass es 100 Parts haben wird, aber es wird schon an die 100 rankommen, denke ich mal. So, genau, ihr seht hier, hier ist der Arenaleiter von Malmfro City, okay? Oh, Present, du siehst aus, als hättest du Mumm. Das ist sehr gut. Na ja, gut, ich habe es entschieden. Du tust mir einen Gefallen, Present. Malmfro City hat einen unterirdischen Bereich, der neu Malmfro heißt. Present, ich schicke dich jetzt da hinunter, damit du den Generator ausschaltest. Denn der Generator ist kurz davor, heiß zu laufen. Das ist sehr gefährlich. Hier hast du den Schlüssel für neue Malmfro. Kelleröffner erhalten. Mach dir keine Sorgen, man kann das nicht gerade eine Herausforderung nennen. Der Eingang zu Neuen Malmfro ist eine kurze Surfstrecke von Route 310 entfernt. Das ist alles, du kannst mir vertrauen. Okay, das ist einfach so bestimmt, dass wir diese Mission für ihn erledigen. Ist natürlich ganz toll. Nee, auf jeden Fall kann man diese Mission sozusagen erst machen, wenn wir Surfer haben. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Ja, jetzt nochmal hier Pokémon natürlich. Und zwar gibt es halt diesen Bereich Neu-Malmfro und da, das ist ganz kurz, das schaffen wir in diesem Part. Und dann bekommen wir eine kleine Belohnung von Walter, sonst würde ich das ja auch gar nicht machen ohne Belohnung. Hallo, wieso sollte ich das dann machen? Wer ist schon sozial heutzutage? Nein, nichts, keine Anzeige. Okay, ich dachte, hier wäre vielleicht ein Item. Gut, mal sehen, was auf diesem Schild hier überhaupt steht. Ich hätte, also mal sehen, okay, doch. Team Aqua herrscht. Falsch geschrieben, egal. Das hat jemand auf dem Schild, aufs Schild gekritzelt, okay. Herrscht ist ein bisschen falsch geschrieben, nur ganz, ganz kleines bisschen, aber egal. Gut, hier ist dann auch wiederum Neu-Malmfro, hier ist auch kein Item. Gehen wir einfach mal hier rein. Ich tu mal, oh, Ziggy hat ein Item gefunden, aber wir haben, wahrscheinlich können wir es gar nicht nehmen, da unsere Itemtasche zu voll ist. Mal sehen, aber vielleicht haben wir also, wir nehmen es einfach jetzt erstmal. Okay, wir wissen es nicht, okay, ja, gerade. Ich erkläre das gerade nicht richtig. Ich gebe einfach mal irgendjemandem nochmal ein Item, zum Beispiel AP Plus. Gebe ich einfach mal Gummibär. Und dann nehme ich Ziggy das Item weg. Item nehmen. Und Supertrank. Okay, jetzt nichts Besonderes. Gut, egal. Ist hier denn noch irgendwas? Nein. Die Tür ist geschlossen. Den Kelleröffner benutzen. Present benutzt den Kelleröffner. Die Tür öffnet sich. Auf jeden Fall wollte ich Mirai nach vorne tun, da hier eigentlich nur Elektro-Pokémon auftauchen. Und gegen Mirai haben die halt eine schlechte Chance. So, das öffnet jetzt hier diesen Bereich. Das ist so ein kleines Rätsel. Und ich glaube, ich setze nochmal einen Superschutz ein. Ich glaube, ich habe nämlich noch einen. So, Magnetilo. Besiegen wir jetzt nicht, weil das Stahl Elektro ist. Deswegen, nein. Beutel. Und hier nach oben. Superschutz. Wo bist du? Bin ich jetzt blind? Hatten wir nicht noch einen? Oder habe ich den auch schon verbraucht? Superschutz. Ich bin auch manchmal blind. Egal. Dann laufe ich einfach mal hier durch. Und hier ist jetzt noch ein grüner Schalter. Den betätigen wir einfach mal. So, jetzt können wir hier gleich weitergehen. Und ich glaube, hier sind auch Items versteckt. So, das ist auch ein kleines Rätsel. Jetzt können wir hier zwar weiter, jetzt können wir auch dieses Item uns holen.
Fluchtseil, das ist schön. Ich muss gerade selber nachdenken, deswegen, wenn ich ein wenig ruhiger werde, nicht wundern. Weil das ist ein kleines Rätsel halt. Ich möchte erstmal alle Pokebälle haben. Oder finden. Hyperball, das ist gut. So. Hier, was ist hier? Hier kommen wir wieder zurück, okay. Dahin wollen wir aber nicht. Dann laufen wir erstmal wieder hier nach oben, weil hier noch ein Pokéball war. Ne? Ja, doch, hier war noch ein Pokéball. Oh, okay, das war, ist ein Voltoball oder Elektroball, kommt ganz drauf an. Es ist ein Voltoball. So, ja, ich war halt gerade ein wenig ruhiger, meine Stimme habe ich ein bisschen gesenkt, da ich einfach ein bisschen nachdenken muss. Was machen wir denn einfach mal so? Felsgrab, das müsste sehr effektiv sein, deswegen machen wir es einfach mal schnell. In Anführungsstrichen schnell. Felsgrab. Ja, gut. Die Genauigkeit ist nämlich nicht so hoch, deswegen habe ich auch gehofft, dass es trifft. Okay, es hat nicht sehr viel abgezogen. Felsgrab ist ja auch nicht so stark. Das ist leider so. Wir haben aber auch, glaube ich, gar keine starke Gesteinsattacke. Also könnten wir ihm irgendwann mal beibringen. Das ist leider das Schlechte. Oder Erdbeben könnten wir vielleicht irgendwie. Nee, Erdbeben ist Boden. Okay, wir haben keinen Schutz mehr, aber haben wir die schwarze Flöte? Nein, haben wir nicht. Okay, stimmt. Die muss ich eigentlich nochmal holen mit Asche. Also Asche sammeln und so, ne? Egal. Hier jetzt nochmal hoch. Hier sind jetzt zwei Pokebälle. Eins davon ist ein Voltoball, eins nicht. Okay, das ist jetzt ein Voltoball. Oder beides ist ein Voltoball? Nee, ich glaube nur eins davon. Gut, Voltoball besiegen wir natürlich ganz schnell. Mirai, Felsgrab und dann bist du down. Und natürlich bringt es ein Tackle nicht, da es einfach nur ein KP abzieht, da unsere Verteidigung einfach nur Hammer ist. So, Kreideschrei, damit senkt er jetzt ein wenig unsere Verteidigung oder sogar sehr stark. Trotzdem wird es ihm das nicht sehr viel helfen. Gut, Felsgrab und Busch, okay, immerhin ein wenig, also mehr als die Hälfte. Jetzt nochmal. Ultraschall, okay, das ist jetzt Spezialangriff, also zieht das ein bisschen mehr ab, aber auch nicht so schlimm. Und Felsgrab, oh, jetzt nochmal Kreideschrei. Komm schon, Felsgrab. Komm schon, das schaffst du. Dumm, dumm, dumm. Wusch, okay. Nein, Felsgrab. Und damit haben wir Voltoball besiegt. Und müssen jetzt sogar auf Level 30 aufsteigen. Vielleicht entwickeln wir uns jetzt. Ich weiß es aber gerade nicht genau. Ah, nee, okay, erst auf Level 32. So, Present hat Parahalla gefunden. Und ich glaube, es ist nicht so schlau, diesen Schalter zu betätigen, oder? Oh, diese Pokémon. Ich hätte mir vielleicht nochmal den ein oder anderen Schutz holen müssen. Aber egal. Flüchten ist unmöglich, okay? Dann Funkensprung bringt ihm nicht sehr viel. Okay, hat ihm schon ein bisschen was abgezogen, aber nicht so viel. Dann flüchten wir jetzt aber, okay, jetzt ging's. So, hier nach oben gehen. Ja doch, es war gut, dass wir den Schalter nicht betätigt haben. Oh, diese Pokémon. Das nervt mich an diesem Kraftwerk oder an diesem neuen Malvenfroh, weil ich einfach so viele Voltoballs auftauchen und das ist einfach nur unnötig. Habe ich ja schon im letzten Part gesagt, ich mag ja die Wasserrouten deswegen auch nicht. So, jetzt ist wieder hier so ein, ist ein Voltoball, eines nicht. Und ich denke mal, wir holen jetzt auch gleich mal Junglut nach vorne, also voll. Da Mirai ja nicht mehr so gut ist, also von den KP her und so. Und Zig hat schon wieder ein Item gefunden. Das wollte ich jetzt nicht. Tausch mit Mirai und Ziggy. Hast du vielleicht noch einen Supertrank gefunden? Sonderbonbon sogar. Cool. Okay, das konnten wir jetzt halt nehmen, da wir schon einen Sonderbonbon vom letzten Part hatten. Weil im letzten Part haben wir einen Sonderbonbon gefunden auf der Wasserroute. So, und daraus wieso habe ich daraus nach vorne geholt? Ich wollte eigentlich voll nach vorne holen, aber egal. Voll, du bekommst schon den Auftritt. Und wieso setze ich Schockwelle ein? Ich wollte eigentlich Psychokinese einsetzen, weil Schockwelle ist natürlich nicht sehr effektiv, da Voltoball ein Elektro-Pokémon ist. Und deswegen, okay, Statik von da. Oh, jetzt sind wir nochmal paralysiert. Nee, was? Ach ja, stimmt. Wir haben ja die Fähigkeit Fährte und dadurch, dass er uns physisch angegriffen hat, war er jetzt paralysiert. Stimmt, cool. So, daraus erhält nochmal 183 Erfahrungspunkte, genauso wie Mirai. Hier müsste jetzt noch ein Item drin sein, Hyperheiler. Gut. So, sollten wir jetzt hier den Schalter betätigen, ja oder? Ne, ja, sollten wir, okay. Dann betätigen wir den mal. Und hoffen, oh, okay, hoffen, dass kein Pokémon uns angreift. Was natürlich passiert. Wir flüchten jetzt einfach mal. Und ich denke mal, ja, voll holen wir gleich nochmal nach vorne, ne? Robustheit, ja, schön für ihn. Wir flüchten sowieso. Also voll nach vorne holen. Voll, genau. Tausch.
Und ich hatte eigentlich, also damals, als ich das erste Mal es durchgezockt habe, also Pokémon Saphir, habe ich gedacht, dass hier auch Team Aqua oder so ist, was aber nicht so ist. Und jetzt, das ist der Generator. Der Generator strahlt eine Hitze ab, die sogar aus der Entfernung zu spüren ist. Man sollte ihn so schnell wie möglich abschalten. Presence stellt sich auf den Schalter. Klick. Der Generator ist ausgeschaltet. Gut, wir haben die Mission somit erledigt. Das war halt so eine kleine Sidequest und dafür bekommen wir gleich eine coole Sache. So, als allererstes Voltoball hier. Da werden wir einfach mal flüchten. Also ich habe halt gedacht, vor allem wegen diesem Team Aqua herrscht, falsch geschrieben, dass wir... Was ist das? Okay, Donnerstein. Ja, cool. Brauchen wir zwar nicht, aber ganz cool. Dass hier auch Team Aqua ist, was ist es aber leider nicht so. Und ja, okay, was heißt leider? Ist halt nicht so schlimm. Okay, Fluchtseil setzen wir einfach mal ein und damit kommen wir wieder zum... also kommen wir erstmal hier raus aus der Höhle. Dann gehen wir einfach mal hier wieder zu Walter und holen uns unsere Belohnung ab. Das war jetzt wirklich eine ganz kurze Sidequest. Ich habe versucht, auch alle Items zu holen. Ich glaube, ich habe auch alle geholt und das ging eigentlich ganz schnell. Gut, Tintacha, das ist jetzt nicht so besonders Level 18. Das gibt uns nicht viele Erfahrungspunkte, deswegen flüchte ich einfach nochmal. Und dann gehe ich zu Walter. Oh, diese Pokémon. Ich bin 3 Meter sozusagen vielleicht geschwommen und schon kommt noch ein Pokémon. Das ist so nervig. Flüchten. Jetzt hoffentlich kein Pokémon mehr. Bitte. Bitte. Ja, gut. Puh. Natürlich habe ich jetzt wieder Schluck auf. Schön. So, Walter, was willst du? Ich wusste es, Present. Ich wusste, ich habe die richtige Person herausgepickt. Hier, das ist mein Dankeschön. Eine TM, die Donnerblitz enthält. Nimm, du hast sie dir wirklich verdient. TM 24 erhalten. Wahaha, es freut mich zu sehen, wie energetisch sich die jungen Leute heute entwickeln. Und genau das brauchten wir. Und zwar Donnerblitz, das können wir jetzt für... Also, starke Elektroattacke kann Paralyse bewirken. Für Schockwelle werden wir das jetzt reintun. Da das einfach nur eine sehr starke Attacke ist. Und viel stärker als Schockwelle. Und ja, welche Attacke soll vergessen werden? Natürlich Schockwelle, natürlich schnelle Elektroattacke mit Treffergarantie haben wir dann nicht mehr. Die Treffergarantie. Trotzdem haben wir eine 100%ige Genauigkeit und eine Stärke von 95. Genau. Deswegen bringen wir es jetzt einfach mal für Schockwelle bei. 1, 2 und schwupp. Daraus hat Schockwelle vergessen. Und daraus erlernt Donnerblitz. Gut, das ist doch schön. Ich muss mal wieder mein Headset richten. So. Ich guck nochmal, wie lang der Part ist. Ja, das muss ich natürlich auch noch machen. Und nochmal ein bisschen Headset. Genau. So wie immer halt, ne? Gut, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt diese Sidequest erledigt und wir haben jetzt, wir sind jetzt schon mal links, also wir sind ja nach oben gegangen, über Bad Lavastadt und so weiter, Laubwechselfeld, da waren wir schon überall. Links waren wir auch Wiesenfluss City, da haben wir diesen Durchgang zum Metaflow-Tunnel gemacht. Von hier sind wir ganz am Anfang unserer Reise gekommen. Was fehlt? Diese Richtung. Malvenfluss City, habe ich ja schon damals gesagt, ist eine Verbindung, also... eigentlich sozusagen der Mittelpunkt von der Höhenregion. Und da kommt man halt von allen Seiten irgendwo hin. Und jetzt kann man hier, dadurch, dass wir Surfer haben, auch nochmal weiter schwimmen. So, wir schwimmen einfach mal. Und hier ist gleich ein Angler. Und ihr seht, das Pärchen, oder nee, die Interviewerpaar ist wieder hier. Aber als allererstes holen wir uns hier ein verstecktes Item, was hier ist. Genau, Present hat Eisen gefunden. Okay, zu schade, es ist voll. Bevor ich aber hier die ganzen Trainer noch besiege, gehe ich nochmal ins Pokémon Center, lade ein paar Items ab und ja, dann kann ich die nächsten Trainer besiegen. Auf jeden Fall ist dieses Interviewer-Pärchen wieder da. Das haben wir ganz am Anfang, oder was heißt ganz am Anfang, aber nach dem dritten Orden haben wir sie schon mal herausgefordert und ich habe ja schon mal erzählt, was es mit ihnen auf sich hat. Gut, wir gehen einfach mal ins Pokémon Center. Zum Computer. Wir sind einfach solche Freaks, müssen an den Computer ran und dann PC von Present. Itemlager ablegen. Ja, was legen wir denn so ab? Fluchtseil können wir ablegen. Donnerstein können wir ablegen. Hafenbrief können wir ablegen. Hafenbrief, genau. Sonderbonbons haben wir sogar 3. Wie sich das gerade angehört hat, wie so ein Kind. Sonderbonbons haben wir sogar 3. Nein, okay. Herzschuppen haben wir sogar 4. Okay. Mondstein 1. Protein 3. Carbon 1. Und was haben wir noch, was wir gerade nicht brauchen? Sternstaub 2.
Gut, jetzt, was gibt's noch? Nehmen, haben wir irgendwas zum Nehmen? Nein. Ja genau, was ich machen wollte. Fred das Item nehmen. Und dann nochmal Gummibär das Item nehmen. So, und dann nochmal Gummibär auf den PC bringen, genauso wie Fred, da wir Fred ja doch nicht benutzen werden. Das habe ich ja schon vor ein paar Parts gesagt, dass es ein kleiner Fail war. Deswegen doch nicht. Sorry, Fred. Tut mir leid. So, was machen wir jetzt nochmal? Wir gehen nochmal ans Itemlager, legen hier nochmal AP Plus ab und Eisen. Gut, das hätten wir jetzt auch erledigt. Gehen nochmal hier zu Schwester Joy, heilen unsere Pokémon auf und dann können wir weiter in neue Gebiete. Aber ich denke, das machen, also ich laufe jetzt nochmal dorthin und den Rest werde ich im nächsten Part machen. Also, wir werden dann im nächsten Part weitermachen. Ja, es sind halt jetzt keine 20 Minuten, aber 15 Minuten müssen doch auch mal reichen. Ihr wollt ja auch, also die Pokémon Saphir gerne schauen, dass jeden zweiten Tag ein Part kommt. Und damit ich halt auch genug Parts habe, werde ich jetzt auch nur öfters mal auch 15 Minuten Parts machen. Kommt halt ganz drauf an. So. So, wir flüchten einfach mal. Und ich denke, wir beenden dann hier den Part. Okay, warte. Wir können auch den Angler hier besiegen. Daraus holen wir nach vorne. Das können wir jetzt nochmal machen. Das ist ja jetzt keine große Sache. Und das ist wahrscheinlich, glaube ich, eine Profi-Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja, natürlich. Da sind wir der gleichen Meinung. Ich schenke dir diese Profi-Angel. Profi-Angel erhalten. Und wir packen sie natürlich ein. Wo immer du Wasser findest, versuche dein Glück mit Angeln. Mit Angeln, genau. Profi-Angeln ist die Angel, die besser ist als Angel. Also, eine bessere Angel als die ganz normale Angel. Und es gibt noch die Super-Angel, die bekommen wir aber erst im späteren Spielverlauf. Ich denke mal, aber wir können jetzt hier den Part beenden. Im nächsten Part werden wir das Interviewer-Pärchen herausfordern. Ich hoffe natürlich, euch hat dieser Part sehr viel Spaß bereitet. Mir hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.